Heute ist der 4.12., der St. Barbara-Tag. Wir gedenken an diesem Tag der heiligen Barbara durch das Abschneiden von Zweigen eines Kirsch- oder Apfelbaums. Diese werden dann anschließend in eine Vase gestellt und bis Heiligabend aufbewahrt. Mit dem Aufblühen der Zweige soll dem Brauchtum nach die dunkle Winterzeit etwas aufgehellt werden. Außerdem sollen die blühenden Barbara-Zweige Glück fürs neue Jahr bringen. Dem Volksmund zufolge basiert der Brauch auf der Legende der heiligen Barbara, die wegen ihres christlichen Glaubens gefangen genommen wurde. Auf dem Weg ins Gefängnis blieb sie an einem Zweig hängen, den sie während ihrer Gefangenschaft in einer Vase aufbewahrte. An dem Tag, wo ihr das Leben genommen wurde, blühte der Zweig schließlich auf. Barbara gilt als die Schutzpatronin der Bergleute, Feuerwehrleute, Steinmetze, Zimmerleute, Gefangenen und Sterbenden.